Hallo liebe 4K-Freunde, heute die zwei Jumanji-Teile im Test. Ja, beginnen wir mit Teil 1. Klassiker. Nochmal in 4K erschienen. Was auch immer merkwürdig ist, also die ganzen Filme, die von Sony kommen, die kommen immer nur in der 4K-Variante. Es gibt keine. Bin ich scharf? Da nur die 4K. Also die neuen. Bin ich scharf? Also die neuen sind, ist klar, die sind immer mit der Blu-ray bei. Warum? Auch immer. Auch zum Beispiel jetzt die Equalizer ist jetzt nochmal in 4K erschienen, weil ja der zweite jetzt in Kino kommt. Komischerweise machen die immer bei älteren Filmen, die die in 4K nochmal neu rausbringen, immer nur die 4K-Variante. Warum auch immer, man versteht es nicht. Also wie gesagt, in anderen Ländern, ob es Frankreich, Spanien, Italien und auch oder Amerika ist immer die Blu-ray bei. Also wie gesagt, nur bei uns hier. Also ich habe da auch mal Sony angefragt, aber die haben mir auch nur, das ist wegen international, obwohl es überall eine Blu-ray mit dabei ist, aber keine Ahnung. Ja, wie gesagt, nur die 4K und den UV-Code, den könnt ihr auch haben. Ja, DTS HD Master Audio Ton ist hier drauf, 5.1. Können wir schon froh sein, weil viele 4K-Filme von Sony waren mit Dolby Digital 5.1 Ton. Hier die Disc, also ist auch typisch Sony, so machen die immer die 4K-Disc. Dura ist ja jetzt nicht mehr bei. Ja, ganz solide, sag ich mal. Wer den Film haben möchte, viel Spaß beim Film. Könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr den Code eingelöst habt oder wer. Dass denn keiner mal den Code dann versucht einzulösen, wenn schon eingelöst wurde. Wäre lieb. So wie gesagt, das ist der erste. Also für mich lohnt sich der Film auch in 4K und auch es ist richtig geil, weil es auch im Vollbild ist. Jetzt weiß ich nicht, wie die Blu-ray war. Ich habe die jetzt ja auch nicht besessen. Ich hatte den Film nur auf DVD vor. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das war. Ob der Film mit Vollbild war, das weiß ich jetzt ja nicht. Also ich finde wirklich auch dieser Film kann man sich echt im 4K holen. Ich finde wirklich echt ein stochenscharfes Bild, also muss ich echt sagen, Hut ab. So, jetzt kommen wir zum neuen Jumanji-Film mit The Rock. Wurde ja damals viel gehatet und dann doch gut für gut befunden. Ich fand ihn auch gut. Man kann diese zwei Filme nicht so vergleichen. Also der erste ist eher ein Klassiker und der. Er macht auch Spaß, also ich finde beide gut, auch vergleichen tue ich sie nicht. Ja, hier. Sony, neue Filme, 4K und Blu-ray, alte, nur 4K. Wird aber dadurch nicht billiger, wie man zum Beispiel von The Equalizer sieht. Für 38 Euro den Film, also das ist schon ein bisschen unverschämt. Auch hier 5.1 DTS Tonspur. So, typisch. So sehen die 4K-Disc von Sony aus. Hier die Blu-ray, die gestalten sie mit Cover. Echt schade. Die 4K so, Blu-ray so. So, achso, der Code noch, wenn er den haben möchte. Das ist von den neuen Jumanji. So, da ist er gut. Viel Spaß. So, auch hier super Bild. Ton ist auch gut. Kann man sich kaufen. Auf jeden Fall die zwei Filme. So, das war's erstmal für dieses Video und das Unboxing. Ja, also den Link zur
Gruppe, der 4K-Gruppe, kann ich gerne nochmal in den Kommentaren, obwohl ich es fast in jedem Video sage, gut, jetzt letzte nicht, aber ich füge den sowieso immer hinzu, wer gerne reinkommen möchte, kann reinkommen. Also bis zum nächsten Video.